Deutschland an der Spitze. Ausgerechnet beim Produzieren von Müll sind wir europaweit unter den Top 5. Unseren Abfall verschiffen wir um die halbe Welt. Noch bis vor kurzem war China ein Hauptabnehmer von deutschem Plastik- und Papiermüll. Der Journalist Adam Minter ist überzeugt. Es ist ein milliardenschwerer Handel. Auch unser Elektroschrott landet auf verschlungenen Wegen im Ausland. Illegal. Die darin enthaltenen Rohstoffe sind für die deutsche Wirtschaft verloren. Der UN-Experte Rüdiger Kühr schätzt, der Gesamtwert des Elektroschrotts entspricht jährlich in etwa 50 Milliarden Euro. Deutschland scheint eine Entwicklung verschlafen zu haben. Anstatt unsere Umwelttechnologien selbst zu nutzen, profitieren andere vom deutschen Know-how. Hat Deutschland den Wirtschaftsfaktor Müll unterschätzt? Was müssen wir tun, um nicht bald im Abfall zu versinken? Deutschland ist ein Wegwerfland. Seit Jahren steigt die Menge unseres Plastikmülls an, genauso wie die unseres Elektroschrotts. Wie gehen wir hierzulande mit diesen Müllmassen um und wie gelangt unser Abfall ins Ausland? So viel vorweg. Der weltweite Handel mit Müll ist ein lukratives Geschäft, an dem man Milliarden verdienen kann. Aber er ist auch ein riesiges Verteilungs- und Umweltproblem. Wir verfolgen die Müllströme quer durch Europa, von China über Ghana bis nach Malaysia. Unsere Reise startet in Deutschland, vor den Toren Hamburgs, im beschaulichen Pinneberg. Die Müllmassen. Wenn wir unseren täglichen Abfall in die dafür vorgesehene Tonne werfen, landet er zunächst einmal an Orten wie diesem, einer Sortieranlage. In Hamburg gibt es davon 18 Stück, deutschlandweit über 1000. Allein hier in Pinneberg landen täglich rund 130 Tonnen Abfall. Frank Bog arbeitet seit mehr als 10 Jahren hier. Er ist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf. Der größte Teil läuft über Maschinen. Also wir öffnen die gelben Säcke, wir dosieren das Material auf die Anlage. Wir sieben, wir saugen, wir sortieren aus mittels einer Infrarottechnik. Wir haben aber noch ein Finishing, was wir auch in der Handsortierung machen. Je besser die Stoffe vorsortiert sind, desto leichter das Recycling und desto wertvoller der Müll. 46,1 Millionen Tonnen Haushaltsabfälle waren es 2017 insgesamt in Deutschland. In Müllwagen geladen und hintereinander aufgereiht, würde die Schlange einmal um die Erde gehen. Der sogenannte Hausmüll macht den Löwenanteil der deutschen Abfälle aus, 31%, und besteht unter anderem aus Hygieneartikeln, Porzellan, Tapeten oder Teppichresten. Altpapier hat einen Anteil von 17%. Gartenabfälle und Biomüll schlagen mit 23% zu Buche. Sperrmüll, Glas und sonstige Abfälle ergeben 16% unseres Mülls. Mit nur 1% ist Elektroschrott der mengenmäßig kleinste Posten. Ein großer Anteil ist Verpackungsabfall mit 12%. Davon sind rund 3,1 Millionen Tonnen Kunststoffmüll. Recycelt werden Schätzungen zufolge bislang nur knapp 17% davon. Beim Papier ist unsere Recyclingquote weniger katastrophal. Davon verwerten wir mehr als 75% wieder, immerhin. Es geht um Kreislaufwirtschaft, also um ein umfassendes Recycling und Wiedereinspeisen in den Kreislauf, so das Ziel. Doch davon ist Deutschland noch weit entfernt. Ein großer Teil unseres Mülls wird bislang noch verbrannt oder geht per Container auf eine regelrechte Weltreise. Im Ausland werden für sortenreinen Kunststoffabfall hohe Preise gezahlt. Der Export.
Henning Wilz ist Volkswirt und leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Für ihn ist klar, Müll ist weit mehr als nur lästiger Abfall. Müll ist einfach ein Thema, mit dem man sehr gut Geld verdienen kann. Das ist in Deutschland ein 50-Milliarden-Markt. Das heißt, es sind Unternehmen, die das Ganze wie ein normales Wirtschaftsgut von einem Land zum anderen handeln und gucken, wo machen sie den besten Preis damit. Oft beauftragen und bezahlen deutsche Städte und Gemeinden Entsorgungsfirmen für die Verwertung. Obwohl die Sortierung in Deutschland teuer ist, lässt sich mit dem Export einzelner vorsortierter Fraktionen im Ausland Geld verdienen. Selbst schwer verwertbare Reste, die sonst teuer in Müllverbrennungsanlagen vernichtet werden müssten, wird man dort deutlich billiger los als bei uns. Die Handelswege des Plastikmülls führen nach China. Ganze Landstriche und ihre Bewohner lebten hier bis vor kurzem vom Recycling internationalen Mülls. Unter welchen Bedingungen für Mensch und Umwelt interessierte in Deutschland kaum jemanden. Bis die Chinesen selbst im Jahr 2018 die Reißleine zogen und aus dem Müllbusiness ausstiegen. Und das, obwohl sie damit ein Milliardengeschäft liegen lassen. Die Zahlen. Rund die Hälfte der weltweiten Plastikmüllexporte landete bislang in China. Im Jahr 2016 waren das mehr als 7 Millionen Tonnen Müll. Ein großer Teil der Müllexporte ging mit rund 12% auf die Kappe der USA und Kanada. Ein noch größerer Teil, Müll im Wert von rund 450 Millionen Euro, wurde aus den EU-Staaten nach China verkauft. Und Deutschland war vorne mit dabei. Allein 2016 exportierten wir 560.000 Tonnen Plastikmüll im Wert von rund 170 Millionen Euro nach China. Um Chinas Geschäft mit dem Müll zu verstehen, reisen wir nach Südostasien, in die Metropole Singapur. Hier treffen wir den amerikanischen Journalisten Adam Minter. Vor einigen Jahren ist er nach China, dann nach Malaysia ausgewandert. Immer auf der Spur des internationalen Müllbusiness. Besonders beeindruckt hat ihn die Region Wenan. Bis vor kurzem eine chinesische Recyclingmetropole. Ich war noch nie so schockiert von einer Recycling-Situation. Ich habe das Schlimmste gesehen, was diese Branche zu bieten hat. Wenn ich sage das Schlimmste, meine ich das Schlimmste. Nicht, dass es nur eine Anlage gewesen wäre, dann würde ich sagen, das ist nicht gut. Aber was es so bedrückend gemacht hat, war, dass es Hunderte, Tausende solcher Anlagen gab, die in einem sehr kleinen Teil dieser Region operierten, nur etwa 2,5 Stunden von Peking entfernt. Es war direkt vor der Nase der Regierung. In Anlagen wie diesen wird Plastikmüll zu Granulatkugeln verarbeitet, aus denen wieder neue Produkte hergestellt werden können. China benötigt für die inländische Industrie Rohstoffe. Die Nachfrage ist also groß. Und die Besitzer der Anlagen haben in den vergangenen Jahren gut verdient. Viele glauben, dass es beim Export von Müll aus den Industrieländern in die Entwicklungsländer um niedrige Umweltauflagen und günstige Arbeitskräfte geht. Aber wenn das der Fall wäre, würde der Müll nicht nach China und Südostasien gehen, weil es nicht die billigsten Orte sind. Die günstigsten Ziele wären Orte wie Mosambik. Aber niemand schickt Müll nach Mosambik. Aus dem einfachen Grund, weil dort keine Produktion stattfindet. Recycling macht dort Sinn, wo Plastik für die Herstellung neuer Produkte benötigt wird. Produkte, die dann von China nach Europa verkauft und verschifft werden. Für die Rückfahrt will man natürlich keine leeren Container. Also füllt man sie wieder mit Müll. Je mehr die Deutschen aus China kaufen, desto mehr Anreize gibt es für das Recycling in China. Die Verschiffung wird immer günstiger, weil die Chinesen die Container zurückhaben und gleichzeitig Rohstoffe wollen. Pappe, Kunststoff, Metalle.
Wir reisen nach Peking, um mehr über das Geschäft mit unserem Müll zu erfahren. An der Tsinghua-Universität treffen wir Professor Li Jinhui. Er wurde uns vom chinesischen Umweltministerium für eine Stellungnahme zugeteilt. Warum haben die Chinesen unseren Müll importiert, anstatt einfach ihren eigenen zu recyceln? Diese Müllimporte nach China sind für uns einfach günstiger als die Kosten unseres eigenen Recyclings. Ökonomisch sinnvoll, ökologisch mehr als fragwürdig. Die Vorsortierung in Deutschland, der aufwendige Transport. Hinzu kommt, nicht immer war der Müll, der nach China verkauft wurde, perfekt sortiert, sondern stark verschmutzt und schwer zu recyceln. Auch die Umweltstandards vor Ort waren oft viel zu lasch. Bis 2016 haben wir 45 Millionen Tonnen importiert. Dadurch wurde die Umwelt immer mehr unter Druck gesetzt. Für uns wächst die Herausforderung. Nahezu unvorbereitet für alle hat China im Jahr 2017 die Notbremse gezogen. Seit Januar 2018 dürfen verschiedene Recyclingmaterialien nicht mehr importiert werden. Darunter Plastikabfall und auch Altpapier. China lässt nur noch eine minimale Verunreinigung zu, sodass auch unser sortierter Müll die Quoten kaum mehr erfüllen kann. Die bisherigen Exportländer reagieren geschockt. Zeit Online schreibt, die Weltmüllkippe schließt. Die Welt erstickt im Plastikmüll, titelt die Stuttgarter Zeitung. Und die Süddeutsche Zeitung meint, China hat genug von Europas Müll. Warum will China auf einmal unseren Müll nicht mehr? Die Umweltprobleme, die durch importierte Abfälle verursacht wurden, bereiten uns Sorge. Zu dieser Zeit fand der 18. Nationalkongress der Partei statt. Die Sorge unserer Bürger um die Umwelt nimmt die Regierung ernst und handelt dementsprechend. Gleichzeitig nimmt unser Konsum zu und unser inländisches Recyclingvolumen steigt. Die Chinesen bauen also ihr eigenes Recycling-System auf. Es liegt nahe, dass dahinter nicht nur Umweltüberlegungen stecken, sondern knallharte wirtschaftliche Strategien. Ich denke, man sieht gerade bei dem Thema Kreislaufwirtschaft in China, dass das zum einen diese Umweltaspekte hat, also wie vermeidet man die Vermüllung von Flüssen. Zum anderen hat das aber auch einen sehr klaren wirtschaftlichen Hintergrund. China hat eine sehr klare Strategie, bei keinem Rohstoff zu abhängig zu werden von Importen aus dem Ausland. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch bei dem Abfall. Man will nicht irgendwann abhängig sein von europäischem Müll, von amerikanischem Müll, sondern man möchte das eigene Sammeln und Verwerten von Müll als Wirtschaftszweig aufbauen. Ein Schritt, der Deutschland und die anderen Exporteure vor ein Problem stellt. Wohin mit all dem Müll, den China nicht mehr will? Der Ausweg. Auf dem Müll bleiben wir nicht sitzen. Der landet nun einfach woanders. Die deutschen Exporte nach China sind seit Anfang 2018 um 95% gesunken. Die Müllberge wurden umgeleitet auf neue Aufnahmeländer wie Malaysia, Vietnam und Indonesien. Warum Vietnam? Warum Malaysia? Warum Indonesien?
Sie sind nah an China und haben eine gute Logistik. Besonders Malaysia ist attraktiv, weil es dort eine große chinesische Gemeinde gibt. Diese malaysisch-chinesische Bevölkerung und die Bevölkerung auf dem Festland, insbesondere in Südchina, pflegen weiterhin einen sehr engen geschäftlichen Kontakt. Das war ein sehr wichtiger Grund, warum so viele Recycler nach Malaysia gegangen sind. Nicht nur der Müll selbst ist also umgeleitet, sondern auch viele chinesische Recyclingunternehmen sind seit den Importbeschränkungen nach Malaysia übergesiedelt, um dadurch im Geschäft zu bleiben. Das Land ist so quasi über Nacht zum wichtigsten Importland für Plastikmüll aufgestiegen. Insgesamt rund 686.000 Tonnen Altplastik hat Malaysia von Januar bis Oktober 2018 aus dem Ausland importiert. Das meiste davon aus den USA, gefolgt von Japan. Auf Platz 3 steht bereits Deutschland. Rund 100.000 Tonnen unseres Plastikmülls landeten 2018 in Malaysia. Der Ort Shenjarom liegt nur eine Autostunde von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt. Seit dem chinesischen Importstopp sind hier Recyclinganlagen und Müllhalden wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ich bin sehr wütend und fühle mich betrogen, sagt die Chemieingenieurin Pua Lei Peng. Sie wurde zur Aktivistin, als ihr Heimatort mit Müll überflutet wurde. Mit Pua können wir nur per Skype sprechen, da die örtlichen Behörden uns keine Genehmigung für Aufnahmen mit ihr in Malaysia gegeben haben. Die nächste illegale Anlage ist nur 400 Meter von meinem Haus entfernt. Es gibt eine Dame, die innerhalb von 500 Metern von 7 bis 8 illegalen Anlagen umgeben ist. Und was ist der Dame passiert? Ihr Husten brachte sie ins Krankenhaus. Der Arzt sagte ihr, sie habe ein sehr schwaches Immunsystem. Das Problem ist auch hier oft unsortierter und verunreinigter Plastikabfall, der sich nur schwer recyceln lässt. Was nicht weiter verwertet werden kann, wird laut Pur einfach verbrannt. Die Entsorgung unseres Mülls auf Kosten der Gesundheit der Menschen in Malaysia. Viele Menschen sind oft krank. Kinder leiden an Asthma, obwohl sie in der Vergangenheit nie Probleme damit hatten. Viele von uns wachen nachts auf, weil der Geruch wirklich schrecklich ist. Doch die Dorfbewohner schließen sich im Frühjahr 2018 zusammen. Sie wollen sich gegen die Anlagenbesitzer wehren. Sie hatten überhaupt keine Angst vor uns, weil sie dachten, wir Leute aus dem Dorf seien schwach. Wir hätten Angst und keinen Mut, mit den Verantwortlichen zu kämpfen. Aber da liegen sie falsch. Wir geben nicht auf. Greenpeace erfährt von dem Bürgerprotest in Shenjarom. Die Umweltschützer recherchieren vor Ort und finden auf den Deponien auch prompt Müll aus Deutschland. Ich glaube, ich habe hier Müll aus Deutschland. Ja. Siehst du das? Heng Kiat-chun von Greenpeace hilft den Anwohnern, Druck auf die Regierung auszuüben. Wir haben mit den Dorfbewohnern gesprochen, damit sie sich organisieren und Beweise sammeln. Wir haben geholfen, Beschwerden einzureichen. Zur gleichen Zeit konnten wir viele internationale Medien davon überzeugen, dass es nicht nur ein malaysisches Problem ist, es ist ein globales Problem, das wir gemeinsam lösen müssen. Als die Proteste im Sommer 2018 lauter werden, reagiert die Regierung schließlich. Sie friert die Vergabe von Importlizenzen ein und schließt einige illegale Anlagen. Für die Bürgerrechtler reine Augenwischerei.
Unser Minister für Wohnungsbau sagte, dass eine 100-prozentige Kontrolle dieser importierten Container besteht. Daran zweifeln wir. Denn wie kommt es, dass diese illegalen Anlagen immer noch überleben können? Sie sind immer noch hier in Malaysia. Im Mai 2019 lässt das Umweltministerium am Hafen von Kuala Lumpur ganz medienwirksam Container aus unter anderem den USA, Australien und Kanada voller unsortierter Abfälle öffnen. Solche Container werden in Zukunft postwendend in die Herkunftsländer zurückgeschickt, heißt es. Die Umweltministerin Yeo Bi-yin stellt klar, Malaysia wird nicht die Müllhalde der Welt sein. Wenn nach China nun also auch Malaysia dicht macht, wohin jetzt mit unserem Müll? Nach Osteuropa. Denn auch auf dem europäischen Kontinent floriert es. Das Milliardengeschäft mit unserem Müll. Und wo Geld zu verdienen ist, sind kriminelle Netzwerke meist nicht weit. Die Mafia. Wir müssen genau nachvollziehen können, wo geht der Müll hin. Und wenn er dann am Ende nicht anständig verwertet worden ist, von wem ist er da hingebracht worden? Wer hat diesen Müll in Verkehr gebracht? Solange das völlig anonymer Müll ist, der irgendwo aufschlägt, haben viele Akteure halt einfach nicht ein ausreichendes Interesse, die Qualität anständig hochzuhalten, sondern dann wird nach der billigsten Lösung gesucht. Besonders aus England und Deutschland wird Müll kostengünstig nach Rumänien, Bulgarien und vor allem nach Polen exportiert. Das Land importiert 2018 schon mehr als 400.000 Tonnen Müll aus dem Ausland. Dreimal so viel wie noch 2015. Auf illegalem Weg kommen 2018 vermutlich zusätzlich noch mehr als 14.000 Tonnen Müll ins Land. Davon der Großteil, rund 12.000 Tonnen, aus Deutschland. Abgeladen bei unseren Nachbarn. Wir reisen nach Polen. Bei der Müllwirtschaft in Osteuropa mischt die Mafia kräftig mit. Sie kassieren für den Verkauf und das zum Teil ganz legal. Doch dann fackeln sie den Müll einfach ab, anstatt ihn zu verwerten. Allein 2018 brennt es auf rund 250 Deponien in Polen. Ein hochgradig gefährliches, aber lukratives Geschäft. Wenn es hier 60 Euro kostet, ist es einfach deutlich billiger, mit hinreichender krimineller Energie das Ganze auf den Laster zu packen, nach Polen zu fahren und da irgendwo auf einer Deponie zu verbrennen. Im Bereich Abfall lässt sich halt einfach sehr schnell sehr viel Geld verdienen, wenn einem die Umwelt egal ist. Wir besuchen den Ort Skirsch. Im Mai 2018 brennt hier eine Mülldeponie. Schon bei der Anfahrt schlug mein Herz wie verrückt. Niemand hat so etwas erwartet. Wir konnten nicht glauben, was wir hier gesehen haben. Die Flammen waren über 10 Meter hoch. Es gab eine dicke Rauchwolke. Zusammen mit Tomasz Matuszak fahren wir zur Brandstätte, die nur 5 Autominuten vom Ortskern entfernt liegt. Er ist damals mehr als 26 Stunden im Einsatz. Es war eine Herausforderung. Der Kampf mit der eigenen Müdigkeit, um möglichst lang hier auszuhalten, und der Kampf mit dem Brand, der sich immer wieder entfachte. Er tauchte immer wieder an überraschenden Stellen auf. Es war extrem schwer. Wir hatten Angst um unser Leben, denn wir liefen durch diese Müllhalde. Die Füße blieben in Löchern stecken. Wir hätten uns ernsthaft verletzen können. Es grenzt an ein Wunder, aber kein Feuerwehrmann wird im Einsatz schwer verletzt. 5 Tage lang lodern die Flammen auf der Mülldeponie. Eine Ausnahmesituation für die kleine Stadt.
Sogar das umliegende Stromnetz bricht kurzzeitig zusammen. Die Menge an Plastik und Pappe, die hier verbrennt, wird auf bis zu 40.000 Tonnen geschätzt. Die Deponie in Skirsch ist damals offiziell angemeldet, aber die Lizenz für die Lagerung war abgelaufen. Kurz darauf bricht das Feuer aus. Für Bogdan Bonczak, den stellvertretenden Bürgermeister, ist das kein Zufall. Man kann sich fragen, ob hier wirklich für eine weitere Verwertung gesammelt wurde oder ob jemand auf die Idee kam, schnelles Geld zu verdienen. Für mich ist es ganz offensichtlich gezieltes Handeln. Denn es ist ja klar, wenn etwas verbrannt wird, muss man es nicht weiter entsorgen oder wiederverwerten. Bei vielen Anwohnern sitzt der Schock aus der Brandnacht noch tief. Meine Enkelkinder waren bei uns zu Besuch und wir sind aufs Land gefahren, damit sie diese Luft nicht einatmen. Ich habe mein Kind davor geschützt, rauszugehen, aber trotzdem hat es Allergien bekommen. Wir mussten ins Krankenhaus und sind dort auch ziemlich lang geblieben. Jemand muss verrückt sein, um zu erlauben, dass Mülldeponien so nah an Orten, sogar Ortszentren errichtet werden und die dann einfach in Brand gesetzt werden. Die Vorschriften sind wohl nicht streng genug. Irgendjemand kann so eine Mülldeponie errichten und trägt keinerlei Verantwortung dafür. Die Deponien sind nicht genug gesichert. Der Müll wird nicht rechtzeitig verwertet. Er wird dahin gebracht, dafür Geld kassiert und das war's. Der polnische Umweltminister Henryk Kowalczyk hat die Brandserie untersuchen lassen. In der Mülldeponie in Skirsch gab es viele Anzeichen dafür, dass der Müll aus dem Ausland kam. Aber es war schwer zu beweisen, denn er befand sich in einer Riesenmasse von anderem Müll. Der Müll aus dem Ausland gelangt per Schiff, zumeist aber auf dem Landweg nach Polen. Dahinter steckt ein hochkompliziertes System, das Nachverfolgung schwierig macht. Natürlich kommt es vor, dass dahinter Firmen stecken, die man später schwer lokalisieren kann. Sie werden in verschiedenen Ländern registriert. Aber es kommt auch vor, dass eine Firma unter vielen unterschiedlichen Adressen registriert ist. Dann kann man schwer feststellen, wer den Müll geschickt hat. Oft werden auch die Einfuhrpapiere gefälscht. In dem Fall bleibt meistens keine Spur von der Firma übrig. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki verkündet, hart durchzugreifen. Wir werden die Müllmafia verjagen. Im Juli 2018 verabschiedet das Parlament bereits strengere Gesetze. So sollen stärkere Kontrollen von Müllimporten, Videoüberwachung der Deponien und kürzere Lagerzeiten die Kriminellen abschrecken. Auch die Strafen wurden verschärft. Für den stellvertretenden Bürgermeister aus Skirsch kommt das alles viel zu spät. Ich nehme es den Verantwortlichen in Warschau übel, dass sie nicht rechtzeitig für entsprechende Gesetze gesorgt haben, um sowas zu verhindern. Ich hätte diesen Müll nicht zugelassen, egal aus welchem Land. Wir wollen nicht zur Mülldeponie Europas werden. Und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Der Kampf gegen die europäische Müllmafia läuft. Und seitdem China die Tore für ausländischen Abfall dicht gemacht hat und Länder wie Malaysia nachziehen, wird klar, unser Müllproblem kann nicht im Ausland gelöst werden. Die Politik hat bereits reagiert. Schon seit 1989 besteht das sogenannte Basler Übereinkommen, das Regelungen für den Export gefährlicher Abfälle trifft. Im Mai 2019 haben sich die aktuellen Vertragspartner, über 180 Staaten, auf eine Verschärfung der Plastikmüllexporte geeinigt.
Demnach muss ab jetzt der Import von kontaminierten, gemischten oder schwer recyclingfähigen Kunststoffabfällen von den Empfängerländern vorab genehmigt werden. Dieser ab 2021 geltende Beschluss könnte den weltweiten Handel mit dem Müll grundlegend ändern. Das Plastikproblem. Wir sind also gezwungen zu handeln. Ich finde die Restriktionen der asiatischen Länder gut, weil sie uns zwingen, uns mit unserem Müll selbst auseinanderzusetzen. Es ist die einzige Möglichkeit, die Wirtschaft und Lebensweise in Europa neu zu organisieren. Wir sind in Brüssel. Der Finne Jyrki Katainen, in der EU-Kommission lange auch für die Kreislaufwirtschaft zuständig, sieht in der Müllkrise eine Chance für Europa. Ich glaube, dass die Kreislaufwirtschaft in den kommenden Jahren einer der Megatrends der Weltwirtschaft sein wird. Heute verlieren wir 95% des Wertes von Kunststoffverpackungen. Das ergibt keinen Sinn. Der Plastikmüll hat einen Wert. Und heute verlieren wir den größten Teil davon. Genau an diesem Punkt setzt die sogenannte Plastikstrategie an, die Katainen mit der EU-Kommission 2018 auf den Weg bringt. Sie will erreichen, dass bis 2030 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sind. Außerdem, dass der Verbrauch von Einwegkunststoffen und die Verwendung von Mikroplastik beschränkt werden. Profitieren soll nicht nur die Umwelt. Die Plastikstrategie ist Teil unseres kreislaufwirtschaftlichen Denkens. In der Kreislaufwirtschaft sind beide Wörter wichtig: Kreislauf und Wirtschaft. Es gibt keine Kreislaufwirtschaft ohne marktwirtschaftliche Logik. Das bedeutet hohe Investitionen, neue Geschäftsmodelle, neue Technologien. Wir erwarten, dass dadurch 200.000 neue Arbeitsplätze entstehen werden. Schon seit einiger Zeit liefern sich Wissenschaftler weltweit ein Wettrennen um die bahnbrechende Idee bei der Wiederverwertung von Plastikmüll. Und ein kleines Start-up aus Deutschland mischt kräftig mit. Das Team sucht eine Lösung für eines der größten Recyclingprobleme unserer Zeit. Das Hauptproblem vom Kunststoffrecyceln ist heutzutage, dass wir es häufig mit solchen Käseverpackungen zu tun haben, die aus verschiedenen Kunststoffen bestehen. Hier haben wir eine PET-Schale, die mit einem PE beschichtet ist. Genauso häufig ein PE-Verschluss. Diesen Kunststoffverbund kann man mit heutigen Methoden nicht recyceln. Die Forscher wollen ein Verfahren entwickeln, bei dem die Rohstoffe weiter genutzt, also in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Der Unternehmer Carsten Eichert hat Solvopet gegründet. Das Projekt wird unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Unsere Wunschvorstellung ist schon eine kleine Recycling-Revolution. Wir haben momentan ein werkstoffliches Recycling vorherrschend. Und wir entwickeln ein chemisches Recyclingverfahren. Das heißt, wir zerlegen den Kunststoff in seine Monomere und können daraus wieder hochwertigen, neuen Kunststoff herstellen. Die Idee könnte sich auszahlen. Einige Verpackungshersteller haben schon Interesse angemeldet. Unser primäres Ziel ist schon, auch die Umwelt zu schützen, indem wir eben Ressourcen weiter erhalten und weiter nutzen. Aber wir sind auch nicht altruistisch. Also wir wollen natürlich schon mit der Technologie, die wir dann vermarkten werden, Geld verdienen. Aber man muss da nicht drum herum reden. Das ist schon eine lukrative Geschichte, weil wir heute eben in einer Klemme sitzen. Wir suchen eine Lösung, wir brauchen eine Lösung und wir glauben, dass wir eine dieser Lösungen, die notwendig sind, dem Markt zur Verfügung stellen können. Glaubt die EU-Plastikstrategie ist in der Idee relativ ähnlich wie das, was China schon seit ein paar Jahren macht? Man möchte das Recycling befördern, aber fast zuallererst aus ökonomischen Gründen. Man sieht, wie viel Geld sich da einsparen lässt. Man sieht, wie viel neue Jobs sich da schaffen lassen könnten. Und insofern geht man jetzt zum ersten Mal strategisch das Thema an.
In den Niederlanden scheint man schon weiter zu sein. In der Stadt Zwolle gibt es den weltweit ersten Fahrradweg aus Altplastik. Hinter der Plastikstraße steckt unter anderem die Firma Wawin, für die Carlos Mercado arbeitet. Ein Baustein dieser Plastikstraße enthält ca. 150 Kilogramm recycelten Kunststoff aus Polypropylen. Mit dem jährlichen weltweiten Aufkommen an recycelten PP-Kunststoffabfällen könnte eine Straße gebaut werden, die 22 Mal die Erde umkreist, so die Firma. Im Zusammenhang mit der Kunststoffstraße kriegen wir regelmäßig Anfragen, gibt es überhaupt genug Kunststoff, das einzubringen, wenn plötzlich alle Straßen aus Kunststoff hergestellt werden? Und die Antwort ist relativ einfach. Es gibt leider viel zu viel Kunststoff. Wir haben heute noch nicht die Möglichkeit, alles zu recyceln, aber mit der Kunststoffstraße gibt es eine weitere Möglichkeit, diesen Kunststoffanteil sehr, sehr massiv zu reduzieren. Doch das Projekt wird nicht überall so begeistert angenommen. Der Wert, der in unserem Plastikmüll steckt, werde hier verschenkt, finden Experten. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dafür Altplastik zu nehmen, aber dann am besten Altplastik, den man nicht für andere Zwecke nutzen könnte. Wenn wir eine PET-Flasche haben, dann ist das ein wirklich hochtechnischer Kunststoff mit ganz vielen Zuschlagstoffen, der genau dafür designt wurde, um als PET-Flasche zu funktionieren. Da geht viel von der Qualität des Werkstoffs verloren, wenn es am Ende dann Straßenbelag wird. Trotzdem, ein erster innovativer Schritt bei unseren Nachbarn, während in Deutschland zu lange auf Exporte ins Ausland oder umweltbelastende Müllverbrennung gesetzt wurde. Und das, obwohl auch bei uns gemäß der Abfallhierarchie das Recycling dem Verbrennen vorgezogen werden sollte. Verpassen wir in Deutschland eine Chance und lassen andere Länder an uns vorbeiziehen? In Deutschland lag der Fokus einfach lange darauf, dass Müll auf keinen Fall eine direkte Bedrohung für menschliche Gesundheit oder die Umwelt sein soll. Und wenn ich da so dran gehe, dann verbrenne ich halt Abfall. Das ist eine sichere Technologie. Wenn ich möchte, dass Müll im Kreis geführt wird, muss ich ganz andere Regelungen haben. Ich muss mit der Industrie sprechen, welches Rezyklat hättet ihr dann gerne? Wie sammeln wir dafür sinnvoll? Und das fangen wir in Deutschland halt gerade erst an, während andere Länder da jetzt mittlerweile 5, 6, 7 Jahre Vorsprung haben. Und auch auf europäischer Ebene läuft es noch nicht rund. Ich muss zugeben, dass wir in diesem Prozess erst am Anfang stehen. Wir haben es noch nicht geschafft, alle Probleme anzugehen. Aber es ist ein guter Anfang und ich freue mich, dass die Verbraucher mehr von uns erwarten. Die Menschen wollen mehr Verantwortung übernehmen als zuvor. Noch überschwemmt unser Plastikmüll die Welt. Doch das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann, wächst. Weltweit. Anders sieht es allerdings in einem anderen Bereich aus. Beim Elektroschrott. Die Menge unserer ausrangierten Geräte nimmt ein immer größeres Ausmaß an. Der Elektroschrott. Allein 2016 wurden weltweit 44,7 Millionen Tonnen Elektroschrott produziert. Mengenmäßig viel weniger als Plastik, aber wesentlich wertvoller. Denn die Geräte enthalten Rohstoffe wie seltene Erden oder auch Gold. Der Vorstandsvorsitzende von Philips, Franz van Houten, sagt sogar: Heute findet sich mehr Gold in Elektromüll als in Goldminen. Die Rückgewinnung ist schwierig und macht im Kleinen kaum Sinn. In einem Handy befinden sich zum Beispiel rund 20 Milligramm Gold. Nicht viel. Aber hochgerechnet auf eine Tonne, das sind rund 10.000 Handys, liegt der Wert schon bei 5.000 Euro. Der Materialwert des jährlich weltweit produzierten Elektroschrotts wird auf etwa 50 Milliarden Euro geschätzt. Hier lauert also ein Riesengeschäft. Warum verstauben dann diese Rohstoffe in unseren alten Handys? Ich glaube, wir haben erst in den letzten Jahren zunehmend verstanden, dass wir wirklich die Grenzen der Belastbarkeit des Planeten erreichen. Das Elektronikunternehmen Philips mit Hauptsitz in Amsterdam sieht sich als Pionier im Feld der Kreislaufwirtschaft.
Robert Metzke leitet die Nachhaltigkeitsabteilung. Ich denke, die Wirtschaft hat eine sehr wichtige Rolle zu spielen hier. Wenn man solche großen gesellschaftlichen Probleme angehen will, dann braucht man die Wirtschaft. Und wenn man die Wirtschaft mitkriegen will, muss man über Ökonomie sprechen. Sagen wir mal, die Bilder von toten Fischen, die sind fürchterlich. Aber offensichtlich ist das nicht genug gewesen in den letzten 30 Jahren, um wirklich fundamentelle Veränderungen zu Wege zu bringen. Firmen wie Philips haben erkannt, dass sich mit Recycling Geld verdienen lässt. Eine kreislaufwirtschaftliche Strategie des Unternehmens? Produkte entwerfen, die sich einfacher reparieren lassen. In erster Instanz geht es ja darum, überhaupt dafür zu sorgen, dass weniger E-Waste entsteht. Denken Sie zum Beispiel daran, dass man ein Produkt so entwirft, dass es aus Teilen und Modulen besteht, die man auseinandernehmen kann, sodass man Ersatzteile einfügen kann, überhaupt die Reparierbarkeit von Produkten. Das sind Themen, wo Produzenten die Verantwortlichkeit nehmen sollten. Müssen also die Hersteller uns Käufern Alternativen bieten? Der Verbraucher ist König. Er ist derjenige, der einen Markt schafft. Wenn der Verbraucher etwas verlangt, ist dies ein starkes Signal an die Hersteller, Produkte anzubieten, die der Verbraucher kaufen möchte. Auch die EU will die Quote des Elektroschrottrecyclings entscheidend steigern. 65% des Elektroschrotts sollen laut neuer Richtlinie ab 2019 gesammelt werden. Deutschland schaffte 2016 allerdings nur eine Sammelquote von 34%. Eine riesige Herausforderung, denn die Menge an Elektroschrott wird sich weltweit bis 2050 verdoppeln. Rüdiger Kür ist Elektroschrott-Experte der United Nations University in Bonn. Vor 20 Jahren, als wir mit der Elektroschrottarbeit der Forschung diesbezüglich begonnen haben, waren die Hersteller sofort Gewehr bei Fuß, um da zu partizipieren, gerade weil wir auch eine UN-Organisation repräsentieren und hier gemeinsam dran zu arbeiten. Seitdem ist aber auf industrieller Seite sicherlich ein größeres Bewusstsein gewachsen. Aber ich sehe leider Gottes zu wenig wirklich praktische Umsetzung im eigentlichen Handeln diesbezüglich. Und deswegen klage ich auch die Industrie zum Teil diesbezüglich an, dass ein Greenwashing stattfindet. Greenwashing ist der Versuch, sich durch Geldspenden oder PR-Maßnahmen als besonders umweltfreundlich darzustellen. Dennoch, das Wahnsinnsgeschäft machen bislang eher die anderen. Denn auch der illegale Handel mit Elektroschrott boomt. Der Schwarzmarkt. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe werden jährlich rund 400.000 Tonnen Elektroschrott aus Deutschland in die Welt verschifft, der Großteil Richtung Afrika. In der Hauptstadt Ghanas, in Accra, liegt die größte Elektroschrottmüllkippe der Region. Viele leben hier vom Ausschlachten der Altgeräte. Wenn man sich diesen Mülldeponien, egal wo in der Welt, nähert, dann ist der erste Eindruck zunächst mal gar kein optischer, sondern der Geruch. Man sieht die Akteure, meistens auch Kinder, die aus dem Norden dann von Ghana dahin gekommen sind, um auf primitive Art und Weise diesem Job danach zu gehen, die Geräte auszuweiden und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr bedrückende Atmosphäre. Man muss aber auch diesem Eindruck ein bisschen entgegenwirken. Das ist alles informell, super primitiv, unorganisiert. Die sind sehr wohl sehr organisiert in dem, was sie tun. Sie wissen auch um die Schädlichkeit dessen, was sie tun, aber sie haben zumeist keine andere Wahl. Laut Kür landen rund 20% der europäischen Altgeräte im Ausland. Und das, obwohl der Export von Elektroschrott illegal ist. Nur funktionsfähige Geräte dürfen exportiert werden. Einer der Auslöser für dieses Verbot war der Skandal um das Frachtschiff Kian Si aus Philadelphia. Beladen mit giftigem Verbrennungsabfall ist es ab 1986 über Jahre auf der Suche nach einem Abnehmer auf den Weltmeeren unterwegs. Ein Teil der Fracht wird schließlich auf Haiti abgeladen, wo ein Crewmitglied auf spektakuläre Weise versuchte, die Ladung als ungefährlich darzustellen.
As you can see here, this is what's left after the metal is cleaned out of the ash. Okay? This is how worried I am of its toxicity. That's how worried I am of the toxicity. Yeah? Nach mehr als 10 Jahren wird die giftige Asche schließlich abtransportiert. Man vermutet, dass die restliche Ladung im Indischen Ozean versenkt wurde. Dieser Vorfall führt unter anderem 1989 zur Unterzeichnung des Basler Übereinkommens, das grenzüberschreitende Exporte gefährlicher Abfälle regeln soll. 187 Staaten haben es mittlerweile unterzeichnet. Der amerikanische Aktivist Jim Puckett ist schon 1989 bei der Konferenz dabei. Wir erreichen ihn per Telefon. Den Menschen wurde klar, dass wir eine Elektroschrottkrise haben. Anstatt den Müll anständig zu verwerten, haben wir Kosten gespart und den Müll weltweit versteckt. In Asien, in Afrika. Das Übereinkommen regelt seit den 90er Jahren den grenzüberschreitenden Transport gefährlicher Abfälle. Darunter fallen auch die Bestandteile unserer kaputten Elektrogeräte. Doch über welche Wege landet unser Elektroschrott trotz Verbots im Ausland? Wir sind im Hamburger Osten. Hier werden in Hafennähe alte Elektrogeräte an Zwischenhändler verkauft. Wenn man durch die Billstraße fährt, sieht man, wie die Container gepackt werden zum Teil. Man sieht an der Art und Weise, wie es gepackt wird, dass es auf jeden Fall keine wertvollen Güter sein können. Sonst würden sie nicht so einfach da reingeschmissen. Man muss den Seegang auf der Seereise und so weiter bedenken. Also mit einem großen Risiko, dass sie überhaupt noch operabel in Ghana, in Nigeria oder wo auch immer ankommen. Also da stehen schon viele Fragezeichen. Von hier gelangen die Container in den Hamburger Hafen. Einige davon beladen mit illegalem Elektroschrott. Hamburg hat als logistische Drehscheibe eine besondere Verantwortung. Um illegale Elektroschrottexporte zu vermeiden, müsste theoretisch jeder Container geöffnet und jedes gefundene Altgerät auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden. Praktisch ist das im Alltag nicht machbar. Oberkommissar Heidorn ist einer von nur 4 Ermittlern, die für solche Abfallkontrollen zuständig sind. Er und seine Kollegen recherchieren in allen Containeranmeldungen nach Hinweisen. Wenn ihnen etwas auffällt, schreiten sie ein. Zum Beispiel, wenn Elektrogeräte angemeldet werden, aber Funktionsnachweise fehlen. Die Eigentümer der Container werden informiert. Sie müssen dafür sorgen, dass Helfer zum Auspacken vor Ort sind. Grundsätzlich ist das alles nicht schlimm, dass das weggeschickt wird, weil wir haben ja den Grundsatz, Wiederverwertung geht vor Verwertung. Das heißt, wenn Sachen, die hier, sag ich mal, nicht mehr gebraucht werden, noch funktionsfähig sind, dann irgendwo anders gebraucht werden, ist das ja wünschenswert. Dieser Container soll nach Guinea verschifft werden und enthält Elektrogeräte. 2 Faktoren, die den Container für die Ermittler interessant machen. Wenn man einen Container hat, der viele große Geräte drin sind, dann ist das relativ einfach. Wenn man einen Container hat wie diesen, der augenscheinlich wirklich nur eine Haushaltsauflösung ist oder ein Umzug ist, dann wird es schon ein bisschen aufwendiger. Aber mehr als einen Container am Tag schafft man realistisch betrachtet nicht. Und die müssen ja auch anschließend noch abgearbeitet werden. Nicht? Wenn sich daraus so eine Strafanzeige ergibt, dann geht das Ermittlungsverfahren erst los. Konkret heißt das, wenn defekte Geräte gefunden werden, wird der Container gestoppt und die Polizei leitet eine Verdachtsmeldung an die Umweltbehörde weiter. Diese entscheidet, ob es sich bei den Funden wirklich um Schrott handelt. Wenn ja, wird ein Strafverfahren gegen den Verantwortlichen eingeleitet und es droht eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren. Die Inhaberin dieses Containers hat Glück. Der Kommissar sieht keinen Hinweis auf illegale Schrottexporte und verzichtet auf die technische Prüfung aller Geräte. Oft werden auch alte Autos genutzt, um Elektroschrott außer Landes zu bringen. Insgesamt rund 82.000 Gebrauchtwagen wurden 2018 von deutschen Häfen nach Afrika exportiert. Tendenz steigend. Gucken Sie sich den Wagen an, das ist quasi ein rollender Container. Der hat Platz, da kann man auch nicht was reinpacken, den kann man vollfüllen. Die bieten sich an. Also alles, was Kombi ist, was Transporter ist, ist wunderbar geeignet, auch Sachen nach Afrika zu verschiffen. Da ist eben Platz drin. Bei Verdacht wird ein Elektriker einbestellt.
Dieser führt vor Ort die technische Prüfung durch. Das heißt, Stecker in die Steckdose. Wie man sieht, das Gerät funktioniert. Super. Und so wird mühsam Gerät für Gerät überprüft. Effektive Kontrollen sehen anders aus. Es reagiert nicht. Es ist auf jeden Fall vor dem Export nicht geprüft worden. Und jetzt bleibt es hier. Weil im Hafen werden, ich glaube, 2 oder 4% der Fahrzeuge gestoppt. Und wir überprüfen das. Und die, die nicht überprüft werden, würden so weitergehen. Im Februar 2019 gab es einen Sondereinsatz am Hamburger Hafen. Umweltbehörde, Polizei und Zoll führten gemeinsam eine mehrtägige Kontrollaktion durch. Schwerpunkt: Verstecke in Gebrauchtwagen. Die Bilanz nach 123 Kontrollen: 19 Verstöße. Solche umfassenden Kontrollen sind aber die Ausnahme. Der Aktivist Jim Puckett will illegale Elektroschrottströme sichtbar machen. Er ist Gründer des Basel Action Network, einer NGO, die mithilfe von GPS-Trackern die Verschiffung von Elektroschrott und somit die Einhaltung des Basler Übereinkommens überprüft. Die mit Tracker ausgestatteten Geräte geben sie auf Recyclinghöfen ab und verfolgen dann die Wege des Schrotts um die Welt. Für eine Studie reisten sie hinterher, um zu sehen, wo unser Müll am Ende wirklich landet, wie er verwertet wird und wer daran verdient. Ein Gerät aus Deutschland landete zum Beispiel in Thailand. Man kann mit dem illegalen Elektroschrotthandel viel Geld verdienen. Die Menge macht's. Pro exportiertem Gerät sind es vielleicht nur 1 Euro oder weniger, aber es summiert sich. Die Strafen sind zu lasch, findet Jim Puckett. Außerdem macht ihm Sorge, dass das Übereinkommen durch die EU untergraben werden könnte. Wir haben ein Problem. Die EU versucht, ein massives Schlupfloch in das Übereinkommen einzubauen, das besagt, dass bestimmte Arten von Elektronik kein Schrott sind. Und sie sagen, dass alles, was repariert werden kann, nicht als Abfall betrachtet werden sollte. Und sie nutzen die Kreislaufwirtschaft als Ausrede, um das Übereinkommen zu untergraben. Die Reparatur und eine weitere Nutzung hört sich erst einmal gut an. Aber wenn sie dieses Schlupfloch einbauen, wird alles als reparierbar eingestuft werden. Und damit könnte dann viel mehr Elektroschrott legal exportiert werden. Der amerikanische Journalist Adam Minter sieht das nicht ganz so kritisch. Wenn es Leute gibt, die wissen, wie man Dinge repariert, sollten sie in der Lage sein, es reparieren zu dürfen. Den Menschen zu sagen, dass sie aufgrund eines europäischen Standards das nicht tun dürfen, finde ich falsch. Das ist Müllkolonialismus. Ein kolonialer Standard, der den Entwicklungsländern auferlegt wird. Wenn Sie ein Entwicklungsland in Afrika besuchen, und ich habe dort in den letzten Jahren viel Zeit verbracht, werden Sie feststellen, dass Menschen Reparaturen durchführen, die niemand in Deutschland machen würde. Ab wann ein Gerät nun wirklich als Schrott zählt, ist umstritten. Klar ist aber, gegen die illegalen Exporte, den illegalen Handel mit Elektroschrott und die riesigen Elektromüllhalden, vor allem in Afrika, gibt es bislang noch keine ausreichenden Mittel. Dabei steckt in unserem Elektroschrott ebenso wie dem Plastikmüll ein Potenzial, das Deutschland nicht verpassen sollte. Die Technologien für effizientere Recyclingmethoden werden oft hierzulande entwickelt, aber leider nicht immer eingesetzt, sondern exportiert. Das Geschäft. Wir kehren zurück in die Metropole Singapur und treffen den deutschen Unternehmer Jürgen Militz. Technologiefirmen aus Deutschland wittern hier das ganz große Geschäft.
Tatsächlich sehe ich in Singapur, dass viele Sachen eben über die monetäre Basis gehen. Es ist einfach ein sehr kapitalistisches System. Der Hamburger Miliz berät deutsche Hersteller, die den Sprung auf den südostasiatischen Markt wagen wollen, und fädelt den Verkauf der Recyclingtechnologie ein. Ein Marktpotenzial, das lange versäumt wurde. Die ersten Jahre tat sich doch relativ wenig, sowohl in Singapur wie auch in der Region. Das hat sich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gerade doch massiv geändert. Und im Augenblick, der Trend ist weltweit dort, in der Verwertung mehr zu machen. Die Recyclingindustrie boomt in Singapur. Denn auch hier wird, wie überall, immer mehr Müll produziert. Kreislaufwirtschaft ist tatsächlich ein Begriff, den man auch in Singapur für sich entdeckt hat, auch relativ neu. Bisher ist der Kreislauf noch nicht wirklich zum Ende gekreist. 100% des Haushaltsabfalls wird verbrannt, bis auf wenige Prozent Recyclingmaterial. Und die Schlacken werden dann in einer Insel deponiert, die extra für diesen Zweck gebaut worden ist. Ein relativ teures, aber auch recht effizientes System, was aber an seine Grenzen stößt. Seit 2011 vertreibt Miliz hier deutsche Technologie zur Abfallverwertung. In Hongkong hat gerade eine deutsche Firma eine hochmoderne E-Waste-Anlage gebaut. Singapur will nachziehen, so Miliz. Und auch beim Plastikrecycling tue sich etwas nach Jahren des Stillstands. Singapur hat als Markt selber zunächst mal ja nur mit seinen 6 Millionen Einwohnern ein relativ begrenztes Potenzial. Ja, also das Ganze macht besonders dann Sinn, wenn man im nächsten Schritt dann auch eben nach Südostasien sieht. Und dieser Markt ist natürlich riesig mit seinen 600 Millionen Einwohnern und Ländern, die auch extremen Nachholbedarf haben. Für deutsche Unternehmen eine riesige Chance. Bislang allerdings im Ausland. Und in Deutschland? Wir sind zwar Vorreiter, was die Entwicklung von Anlagen und Technologien angeht, doch scheinen wir in ihrem Einsatz noch hinterherzuhinken. Oder holen Singapur und Hongkong einfach nur wahnsinnig schnell auf? Wir sehen tatsächlich, dass in Deutschland, obwohl wir diese Technologie teilweise hier entwickeln, sie häufig gar nicht in Deutschland umgesetzt wird, weil wir nicht die kreislaufwirtschaftlichen Ziele haben, die das rechtfertigen würden. Deswegen glaube ich, erst wenn wir wirklich wieder eine ambitionierte Vision haben, wo wir hinkommen wollen in Zukunft, wie wir Kreislaufwirtschaft werden wollen, dann fangen die Unternehmer hier auch an, wieder Geld in wirkliche solche Hochtechnologie zu investieren. Investitionen, die sich lohnen werden. Für die Firmen, aber auch für unsere Umwelt. Müll als Wirtschaftsfaktor, das ist eine Lösung. Die zweite, wir müssen unsere Müllmengen reduzieren. Drastisch. Noch scheint die Apokalypse Abfall weit. Aber nur wenn Politik und Gesellschaft umdenken, kann es klappen, sie aufzuhalten.